So, willkommen zurück hier am Kanal vom Cresinho. Zweiter Spieltag im Champions League Viertelfinale steht an. Der Fössl ist auch da. Moinsens. Und im Moment ist das Erster der französischen Liga gegen Erster der englischen Liga. Premier PSG, League. genau. PSG gegen. Ja, Ich glaube. gegen Chelsea, ne? Ja. Gegen Chelsea. Und ja, Erster gegen Erster heißt natürlich, die sind. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt noch aktuell ist, weil jetzt nicht Liverpool vorbeigezogen. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also ich meine, ich hätte gestern gelesen, dass das nur der Fall ist. Okay. Ja, Ja, lass ich mich weiß das es nicht. überraschen. Also. Ja. Gerade überlegen, wen ich hier denn so viel reinbringe. Ich gucke gerade auch schon. Ich glaube, ich lasse wieder den Lukas als rechten Verteidiger spielen. Nein, mache ich nicht. Das mache ich zwar im normalen Spiel, aber hier geht es ja um relative Genauigkeit. Ja, ich denke mal, dann wird Chelsea auch mit Eto'o starten, mit Torres starten, anstatt mit Eto'o. Wobei Den der hätte ich. Eto'o hat ja in letzter Zeit oft getroffen, also oft gespielt. Man weiß ja Gut. nicht genau, wie alt er ist, aber. Ja, die sind laut dem Pass ja meistens immer so 18, 19 und sehen aber aus wie 35. Dann sind Ich, wir halt 70. ich meine, guck dir Romelu Lukaku an. Der sah mit 17 aus wie, ja, wie 35 oder sowas. Und war natürlich auch so ein extremer Bulle. Ist jetzt, wie alt ist er? 20? Oh. 19, Gleich geht's 20, irgendwie los. sowas. Wir sind Und ja, Flutlicht. Geil, schon wieder Flutlicht. So auf muss der das sein. Tribüne, Toni Und Volkmann, Frankfurt. ja, Ab geht's in Zlatan die Kurve. Ibrahimovic, der große Superstar. In der letzten Partie gab es ein Unentschieden. Was Wird heute untergehen. wird heute untergehen, okay? Was glaubst du? Also ich meine, Chelsea ist ja, naja, die haben jetzt die letzten beiden Ligaspiele gegen Crystal Palace und oh, der Cavani kann man hier durchmarschieren. Ja, gegen Crystal Palace und. Und Und. West Brom, glaube ich, verloren. Oder gegen Crystal Palace 0, ja, 0-1 und davor 0-0 oder so. Ja. Boah. Aber ich meine, es ist Champions League, da sind die wieder fit. Alex, glaube ich, sogar ehemaliger Chelsea-Spieler, wenn ich mich nicht irre, oder? Jo, der hat auf jeden Fall mal für die Blues gespielt. Boah, und guck mal, der ist. Alter Schwede. Oh, Eden Hazard. Nee, der ist kein Schwede. Ja, also wenn das so weitergeht, ist ein munteres Spielchen hier in den ersten paar Minuten. Auf jeden Fall. Ich meine, für Ja, mich Eto'o. Paris doch so ein bisschen leichter Favorit, weil die haben sich schon, ja, jetzt in der Saison doch recht souverän der Champions League präsentiert. Gegen, ich weiß nicht, gegen wen haben sie das Achtelfinale gespielt? Leverkusen. Ach ja, richtig. Wurde Leverkusen ja vernichtet. Ja, zumindest im Hinspiel. Beim Rückspiel hat. Haben alle dann einen Gang runtergeschaltet, aber das bleibt jetzt erstmal außen vor. Trotzdem glaube ich, dass das auf jeden Fall so mit die engste Partie ist. Also hier würde ich sagen, hier gibt es so keinen krassen Favoriten. Bayern gegen ManU, für mich Bayern der absolute Favorit. Ja. Dortmund gegen Real Madrid ist für mich auch ehrlich gesagt Real Madrid der Favorit. Boah. Aber bei Atletico gegen Barcelona finde ich, das ist relativ auch noch ausgeglichen. Ja. Weil, ich meine, also die haben jetzt in der Liga ist Dings ja sogar vor Barcelona, Atletico. Und die letzten drei Spiele gegen Barcelona hat Atletico auch nicht mehr verloren. Oh, Ja. jetzt Flanke, Kopfballtor, Ibrahimovic. Nein, weil die Flanke einfach zu grottig kommt, kommt dann natürlich kein Kopfballtor. So, Konter. Ah. Sami Eto'o. Oh, ey! Ja, da bist du einfach über meinen Spieler gestolpert. Da Wie war kann keine das denn gar aktive nicht Bewegung runtergehen? von mir. Keine aktive Bewegung. Das klingt doch dann so. Das klingt einfach behindert. Da war keine aktive Bewegung. Ich habe mich nur hinfallen lassen. In dein Gesicht. In your face. Ja. Problem für den Gegenspieler, so ein Oh Geschenk nimmt Mann, er ey. gerne an.
Ja, nix da. Vielleicht hast, du ja, vielleicht hast du ja auch mit deinem Pinto mich getroffen. LOL. Pinto, ja, das... Ich glaube, in diesem Viertelfinal-Orakel wird es jetzt nur noch Pinto-Witze geben. You like my Pinto? You like? Oh, shit. Hätte er vielleicht sogar noch gehen können. Erst den Ball annehmen und dann... Ich meine, Ibrahimovic spielt ja vielleicht sogar die beste Saison seit langer Zeit. Oder auch seines Lebens. Bestens, ja. Ja. Also er trifft ja, wie er will und vor allen Dingen auf welche Art und Weise. Also das ist ja beängstigend. Das stimmt allerdings. Der hat echt Tore rausgehauen diese Saison. Da musste man schon zweimal hingucken. Daher weiß man jetzt, warum er ein eigenes Wort im Schwedischen gibt. Zlatanieren. Oh, was ist los? Thiago Motta? Warum das denn jetzt? Gelben Pappkarton ab. Ja, aber da hinten muss man auch nochmal. Genau, der hat, ja. Was war denn da? Ja, der hat gemeckert, der Ivanovic. Die haben sich gegenseitig am Pinto festgehalten. Oh, guck mal. Dafür gab es also Gelb für Ivanovic. Und dein Gelb zeigen sie nicht mehr. Nein. Meins war, gibt gar keinen Grund, also gab gar nichts, was man da... Okay. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Ja, ja, klar. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Alles klar. Gut rausgehauen. Ja. Und das ist direkt die Konterchance. Fast. In FIFA Fast. Geht das, im Echten geht das eher selten. Was? Auf die Art zu kontern. Ja. Jetzt ein weiß. Kommt der auf Ezequiel Lavezzi. Ezequiel Lavezzi. Ivanovic ganz abgeklärt. Eto, ja. Guter Ball von ihm. Sehr war überragend gespielt. Ich weiß nicht genau, ob er da nicht wusste, zu welcher Mannschaft er gehört. Ja. Wahrscheinlich wohl eher nicht. Nach dem Motto Blue. Hier, Ibra, den kenne ich doch noch. Der hat doch auch mal bei mir gespielt. Die haben nochmal zusammengespielt, oder nicht? Bei Barcelona, eine Saison. Haben die da noch zusammengespielt? Sicher? Ich glaube, da war Eto'o schon weg, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, Eto'o hat doch recht lange da gespielt. Eto'o hat doch, ja, 6, 7 Jahre oder so bei Barcelona gespielt. Jetzt aber Cavani, nein! Der Tschech mit einer grandiosen Reaktion, ey. Aber jetzt suche ich mir Ibra. Ibra! Ibra! Scheiße, da war er, aber... Ja, Ibra hat... Noch ist nichts los bei dem. Boah, kann man so klären. Sehr mutig, wie du da hinten spielst. Mit Kurzpassspiel in der, im eigenen und um den eigenen Strafraum, aber... Ja, das gibt dir recht... Scheint zu funktionieren. Na, Matic, schade. Darf der überhaupt spielen? kann der von... Nee, darf er gar nicht. Der kam ja von Benfica, ne? Benfica war ja auch Champions League. Was setzt du eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Spieler ein, die nicht gehen? Das ist ja schlimm. Ich vercheck das. Ich verstehe auch nicht, wie man sich als Champions League-Verein jemanden kaufen kann. In der Winterpause... der nicht einsatzberechtigt ist für die Champions League. Verstehe ich nicht. Ja, ist klar. Ja, der Überraschung finde ich aber auch ein brutales Einsteigen hier von ihm. Der, wie soll denn der Arme... Ja, oh, brutal. Oh Gott, das kann ich mir gar nicht mit ansehen. Ist so ein schlechter Scherz, oder? Alter. Nee, das glaube ich wirklich nicht. Nein! Ja. Ich wollte erst in die Mitte schießen, aber... Boah, das hast du so verdient, du Sack. Das hast du dir so verdient. Diesen gehaltenen Elfmeter, ey. So, und jetzt kommt nämlich der Konter hier, David Luiz. Ach, Ey! Schiri, letzter Mann, rot. Ja, genau so ein Foul war das nämlich gerade auch. Gar nichts gemacht. Vor allen Dingen, du hast mich... Ich möchte daran erinnern, 8. oder 9. Minute oder sowas.
als du mich gefault hast. Da, 17. Minute war es. Nein, Bischof, du bist einfach nur mein Spieler. Also, du hast den bestiegen. Ja, klar. Hast du wahrscheinlich deinen Pinto, dein Pinto noch rein. Oh Gott, ey. Ja, nee, ist klar, ey. So, zweite Halbzeit. Noch 0-0. Bisher, muss man sagen, Chelsea spielt gut mit. Gegen deinen Favoriten, gegen Paris. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube eher, für mich ist Chelsea eher der Favorit. Da waren wir gerade irgendwie noch stehen geblieben, beziehungsweise sind abgeschweift, abgeschwiffen, abgeschwoffen, abgeswift. Mein Gott, ey, wenn der Tschech nicht heute bester Mann wird, weiß ich es nicht. Ja, wie viele Torchancen wollen ihn noch versieben? Der Schiri ist der beste Mann bisher für dich. Ja, da brauchst du nicht lachen. Ja, aber jetzt lacht der Cavani. Kopfballtor. Er ist auch ein Biest, der Cavani. Ja. Kann man mal blöd am Boden liegen. Mal weiter die Straße. Da will doch keiner sehen, doch. So, jetzt Chelsea. Ja. Nimmt er den Ball nicht mit. Boah. Slattern. Sie schaffen Anspielstationen. Ja gut, und wenn keiner nachrückt, dann ist das natürlich auch schwer, mit dem Ball da durchzugehen. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Das hält sie so ein bisschen, ja, wie du sagtest, nach vorne kommt nicht viel und vor allen Dingen die Anspielstation. Also ich habe das Gefühl, da will keiner von deinen Leuten den Ball haben. Ja, das geht mir ja ähnlich. Ich weiß auch nicht, wo ich den Ball da hinspielen soll. Da steht irgendwie nie einer frei. Ibra! Oh Gott, ey, der Tschech ist aber auch echt. Da bietet sich einfach keiner an. Chelsea so ein bisschen. Abwesend. Geistesabwesend. Ob die behindert sind, meinst du? Ja, ich weiß nicht genau. Boah. Mein Gott, nochmal, ey. Ich glaube, ich habe gleich gefühlte 30 Millionen Schüsse, ey. Ja, guck's dir an. Ey, im Mittelfeld vor allen Dingen, ne? Ja, und ich habe 5 Leute im Mittelfeld stehen. John Terry. John Terry, setz dich da. Ja, ist komisch. Eto. Ja, guck mal, der ist da komplett alleine. Der weiß nicht, was er machen kann. Wofür wird denn jetzt faul hier? Das muss man jetzt nochmal erklären. Das war schon richtig so. Boah, Matic. Der kam nicht so gut. Na gut, Rahimovic will sich den Ball selber vorlegen, oder? Hätte ja fast geklappt. Boah. Was machen die hier? Ivanovic. So, fast Powerplay, fast Pressing hier, was Paris hier betreibt. Fast ist gut. Wird hier komplett in die eigene Hälfte gedrängt. Und komm auch nicht an Ball. Beziehungsweise, wenn ich am Ball bin, dann habe ich keine Anspielstation. So wie jetzt schon wieder. Und dann ist er auch wieder weg. Ja. Ja, irgendwas müsste ich eigentlich mal daran ändern. Aber geht nicht. Vielleicht bringe ich auch nochmal einen Torres. Dann bringt der die Wendung. Oh, warum nimmt er denn nicht Volley, der Cavani? Oscar, nein. Oh Gott, ey. Oh, die stehen auch alle. Die stehen irgendwo im Mittelfeld rum. Aber machen nichts. Hey! Da ist es jetzt frei. Hey! Wird da weggeschoben, so. Mir nichts, dir nichts. Ja, stark vom Eto. Das war wieder überragend. Nein. Ah, der war. Der kann kacke werden. Samuel Eto ist jetzt allein. Aber auch nur kann. Ja. Ibrahimovic. Nee, das ist bisher ein Satz mit X. Das einzig Positive für dich ist das Ergebnis, ne? Nur 0-1. Nur 0-1, ja, das ist echt positiv. Noch. So, da steht's 0-2. Ach!
hier ist Endstation. Hier gibt's einen Eckball nach dem anderen. Ja, und da steht keiner hinten bei Alex. Boah. Sehr gut. Ich wechsel mal eben. Boah, ist das assi? Ist das assi? Ist das assi? So, Torres. Bei der Ibrahimovic, ja? Der steigt so hoch zum Kopfball, ja? Der haut dir den so unten rein. So, Dreierwechsel. Dann sagt er noch nicht, weiß ich, mach jetzt weiter. Nee, mach einfach direkt weiter. Ja, wenn du schon stark gedrückt hast, ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht stark drückst. Hat er, guck mal, gar kein Problem hier. So, Eto'o weiß, dass er runtergeht vom Platz. Spielt nochmal einen vernünftigen Ball da. Der Eden. Kann sich da durchsetzen. Die Flanke kommt. Ah, schade. Na gut, Eto'o ist jetzt natürlich nicht das Kopfballungeheuer, zumal da mit Thiago Silva und Alex natürlich jetzt nicht die. Ey! Nicht die Kleinsten stehen. Stimmt. Oscar. Boah, Alter. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Ja. David Luiz. Jetzt wird's prickelnd. Die Atmosphäre ist aufgeheizt. Ja, und wenn keiner von den Stürmern ran will, dann muss eben Luiz nach vorne. Absolut, das könnte den Ausgang des Spiels. Boah, Alter. Puh, das Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist. Wäre es doch fast gewesen. Ich glaube, die wird nochmal so richtig spannend. Ja, und die Auswechslung immer noch nicht stattgefunden. Bisher noch nicht unterbrochen gewesen, das Spiel. Er versucht's mit einer Grätsche. So, was machen wir jetzt? Kannst den Bayerns ausschießen. Ja, ja, klar. 90. Minute. Ja, da ist er mal aus. Jetzt wird gewechselt. Für die letzten 2 Minuten. Vielleicht gibt es ja noch Nachspielzeit. Ja, wollen wir hoffen. Oh, guck mal, 2 Minuten, Tatsache. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zu. Torres! Immer wieder sind sie ganz nah. Es ist höchst verdient, dass der nicht reingeht. Boah. Ich hab das Gefühl, schade. Oder andere hier hat seine Nerven. Wie viel Torschuss war das? Zweiter? Muss man mehr rausmachen. Reicht doch. Und hier kommt die Ballbesitzstatistik. Die Dinger müssen halt nur sitzen. Kein Team hat wirklich einen Vorteil. Da reichen 2 Torschüsse. Wenn die denn gut kommen. Ja, guck mal. Ja. Muss der den Ball am Ende doch schon wegschlagen? Ich wollte nach vorne schlagen. Ja, ich glaube, eindeutiger Sieg und verdienter Sieg. 15:2 Torschüsse. Ballbesitz recht ausgeglichen. Du musstest ja immer den Ball, nachdem dein Torwart den mal kurz gehalten hat oder ich daneben gesetzt habe, hat der immer den Abschlag. Ich meine, vor allen Dingen die Passgenauigkeit ist selten, dass jemand, also generell, eine schlechtere Passgenauigkeit hat als ich. Ja. Auch, also generell, das war echt ein schlechtes Spiel von mir, muss ich sagen. Ja. Aber es lag auch unbedingt daran, dass die Spieler einfach nicht laufen wollten. Gut, Paris gewinnt 1-0 gegen Chelsea. Durchaus aus meiner Sicht realistisches Ergebnis. Also für mich, ist Paris so leichter Favorit. Chelsea ist so unberechenbar. Also die können an einem guten Tag können die halt wirklich jeden schlagen, aber im Moment nicht der Lauf vorhanden. Lassen wir uns überraschen, was es wird. Und das war's. Parallelspiel an diesem Spieltag heißt Dortmund zu Gast in Madrid. Und ja, das sehen wir dann auf dem Kanal vom Fössel. So sieht's aus. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann. Macht's gut, haut rein, schau mit V. Und Huben vom Tisch. Schön mal einpacken. Und den Pinto einpacken auch. Den Pinto auch.